Das Jahr darf ich Senten von Walti und Gabi von Rotzbucher von Kerns den Sommertour hier und da begleiten. Nein, der Frühling 2023 war nicht wirklich wie andere Jahre. Zuerst war es elendlang furztrocken, dann hat es lang geschifft und am 17. Mai hat er nur bis 1000 Meter Schnee gemeldet. So mit dem Fee auf die Alp gehen, ist einfach undenkbar. Der Walti bringt es auf den Punkt. Wir haben es noch nie können auslassen. Also kann man so eine Sente nicht vom Garten aus 3,5 Stunden auf die Alp aufschicken. Man tut im Tierwohl Rechnung tragen und fährt einen grossen Teil auf die Alp auf. Am 23. Mai hat der Walti beschlossen, morgen fahren wir auf die Alp Obheg auf 1402 Meter Höhe. Am Morgen hat man gerade am Fee gemerkt, heute geht endlich etwas. Ein paar Kühe waren richtig giggerig, endlich einst ein paar Schritte mehr zu machen. Und die anderen haben gemut, als wenn sie wurde die Jodeln vor Freude. Eine Tochter Lenia hilft wacker mit und zeigt, wie man mit den Kühen umgeht. So, mich in Deppen, wir wollen euch helfen. We'll be right back.
Gehst du denn gerne zaub? Ja, sehr. Sehr. Aha. Du musst auch mal laufen. Ja, mich zu Kühe holen und manchmal melken. Ja. Und ah, du hast auch melken? Ja. Kannst du das? Ja. Ja, sag. Schon lange. Nur mit der Maschine? Ja, von Hand dämmern nicht mehr. Ah, dann nicht mehr? Nein. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Sommer und viel Vergnügen. Danke. Ich sage nur eins. Hühnerhaut-Feeling. Im nächsten Kurzfilmli zeige ich dir eigentlich etwas von Mensch und Tier auf der Alp ob Heck. Und was ist das für ein Gefühl, wenn plötzlich keine Tiere mehr im Garten standen? Ich wünsche allen Alpler eine schöne Sommerzeit.